Hallo und willkommen zurück bei Let's Play PS3 Minis mit mir, Ralfinger LP, und heute spielen wir Jelly Cars 2. Keine Ahnung, wie das Spiel funktioniert. Dann gucken wir doch mal, was man da machen kann. Laden dauert auch bei diesen Minis immer ein bisschen viel zu lange, muss ich sagen. Ein Minis-Logo. Wunderbar. Die Richtung stimmt schon mal. Bla bla bla, speichern, bla bla bla. Telekar, bla bla bla, bla bla bla. Es dauert ja länger als Skyrim-Laden. Mystic Game Developers. Oh Gott, Disney, wie schön, ein Disney-Spiel. Ach ja. Ah, der klassische Modus. Freue ich mich riesig, ein Disney-Spiel. Ja, oh, Leute, der Sound. Ja, sehr, wie früher, super. Wo kann ich die scheiß Musik leiser machen? So, alles klar, ich hoffe, ihr hört mich besser. Aber die Sound-Optionen sind ja schon mal überragend, muss ich sagen. Und jetzt? Was habe ich jetzt gemacht? Ich habe X gedrückt. Nee, ich habe Kreis gedrückt. Klassischer Modus, den probieren wir doch mal gleich aus, oder? Whoop. Okay, einfach normal, schwer, schräg. Ich glaube, schräg probieren wir später mal. Aber jetzt machen wir erstmal einfach. Okay, wir nehmen Einführung. Was? Wollt ihr mich verarschen? Was ist das denn für eine Steuerung? Vor, zurück, X wird... Ja, danke. Deine Aufgabe ist es, das Ziel so schnell wie möglich zu erreichen. Alles klar. Also X ist vor. Ja, dann drücken wir mal einfach X. Geben wir mal Gas mit X, was auch immer X bitte. Na, was ist jetzt los hier? Verdammte, ja, Wichser hier, ey. Aha. Yeah. Was ist denn das für ein Auto, ey? Hauptsprungschanze und da reiner. Okay, wo komme ich jetzt hier drüben raus? Wo komme ich da drüben raus? Und schaffe ich's? Yo! Bin. Bremsen! Oh. Und das ist der Anfang, oder wie hier? Ihr wollt mich doch schon mal massiv verarschen, oder? Und rein da. Rein in die Kuhle. Jetzt können wir hier schon mal rüberfahren. Wow, dieses Auto hat echt auf jeden Fall. Krasse. Wie soll ich sagen? Ja, krasses Handling, ja? Die Reifen und so, seht ihr, geht hier voll ab. Hier, bounce. Das kann ich übrigens mit dem meinen Controller hier machen. Voll funny rumbouncen. Ich brauche jetzt aber mal hier so einen. Genau, den Aufzug hier. Genau, das wollte ich doch machen. Okay, ah, gib Gas, ich will da nicht runterfallen. Und jetzt nochmal Gas geben und ein Stück nach hinten und ziel, ja, und bam, Alter, das ist ein neuer Rekord. Habe ich gerade Alter gesagt? Oh mein Gott, ich habe Alter gesagt. Ich entschuldige mich für diesen Slang. So, ich heiße Ralf, das schreiben wir auch dahin. Fortsetzen. Wie auf meinem MP3-Player die Musik. Whoop. Okay, was gibt's denn noch? Diese Muddy-Reifen, Fliegen mit dem Luftballon, Plus, Minus, L ist in drei Richtungen weg, was ist auch immer, ey. Ja, deine Aufgabe, ja genau, das mit dem Ziel haben wir schon geschnallt. Okay, oben links L drücke ich jetzt mal. Wow! ich werde größer und kleiner. Unten runter ist Zoomen. Alles klar. Aber die Zeit vergeht und ich mache mich mal groß und immer wieder klein. Wow. Biao. Größer machen, klein machen. Voll das Psychospiel, ich sag's euch. Und klein machen. Nein. Das war so toll. Ich habe das auch so gut gemacht. Machen wir uns mal groß, einfach zum Spaß. So ein bisschen raus. Und dann wieder fette Karre draus. Und jetzt wieder klein. Bremsen. Ah. Okay, nochmal. Also das Spiel macht Spaß. Ist natürlich vom Spielprinzip her ey, total ausgelutscht. Also gibt es ja nicht schon tausendmal, würde ich sagen. Aber es ist trotzdem lustig, weil diese... Die Physics Engine, ja. Echt, wow, total durch. Nein, durchgeknallt ist. Ah! Schade. Zum Glück kann ich hier so oft probieren, wie ich will. Zoomen mal ein bisschen raus, dann sehen wir es einfach besser. Wo wir dann runterfallen, sozusagen. Sehen wir dann einfach besser. Und schnell bremsen. Okay, diesmal haben wir es geschafft. Gas geben und rüber da und groß machen. Will klein machen.
Und zurück, 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 rückwärts! Mann! Ja, ganz locker bleiben. Ganz locker bleiben. Und bremsen, 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 bremsen. Nein! Oh! Was ist da los? Was ist da los? So ein, also da, ich spiele die unglaublichsten Spiele, aber hier kriege ich wieder Geist gebacken, ey. So, jetzt haben wir mal gebremst, ja, und jetzt geben wir wieder Gas und machen wir uns wieder größer, dass wir da besser drüber kommen. Der kleiner, weil da unten können wir in dieses tolle Loch reinfallen. Und dann bremsen wir und sind im Ziel, wir machen uns groß. Juhu, 22 Sekunden, ein neuer Rekord. Darf ich jetzt wieder meinen Namen geben? Jep, fortsetzen, aber da steht ja schon da. Wie schön. So, nächste Runde, würde ich sagen, hier, meine Freunde. Erster Versuch. Ah ja, wir haben es geschnallt. Machen uns wieder groß, zoomen wieder raus. Wow, was ist für ein Mangel hier? Danke. Klein machen, sind wir jetzt im Ziel? Muss ich jetzt da alles wegboxieren? Ja. Aber das war natürlich jetzt, ja. Ihr habt es ja selbst gesehen. Nicht der anspruchsvollste Level. Das anspruchsvollste Level wahrscheinlich. So, Luftballon. Das heißt, ich darf fliegen, oder? Und dieser Countdown am Anfang ist überragend. 5 Sekunden muss ich mir da reinziehen. Okay, ich würde sagen, wir brauchen den Luftballon. Oh, leck. Und ich glaube, hier, der will mich zerpieksen, kann das sein? Kriegt mich aber nicht. Und hier, was kann ich denn da machen? Was habe ich überhaupt eine Möglichkeit, mich irgendwie. Ich mache jetzt mal wieder größer. Und wie komme ich jetzt darüber? Kann ich den auch wieder zumachen? Ah! Total verrückt hier! Ich will darüber! Okay, Rückwärtsgang! Nehmen den Rückwärtsgang und. Oh, beinahe! Rückwärtsgang! Okay, schaffen wir! Und. Jo! Und Luftballon! Yeah! Als ob ich jetzt hier nicht, ne? Also. War schon anspruchsvoller, muss ich sagen. Habe ich aber gut gemacht, mal wieder. Ich bin ja auch ein super Let's Player. Ich kann ja richtig viele verschiedene tolle Sachen spielen und mache das immer total korrekt. Gleich immer ein Rekord und so. So, jetzt gucken wir mal. Was habe ich denn da für diese Mattereifen? Wozu brauche ich die denn? Ich würde sagen, wir fahren jetzt einfach mal hier. Ach so, vielleicht kleben die an der Wand dann. Fahren wir wieder rückwärts und schauen, dass wir hier hochkommen und nehmen die Mattereifen. Jep, ich klebe an der Wand. Und jetzt fahren wir wieder vorwärts und nehmen die Mattereifen wieder mit. Ja, und jetzt nehmen wir sie weg. Fahren wir rückwärts. Ja, genau, und machen voll den super Überschlag. Und darum muss ich aber runter. Ey, lass mich mal nicht hier kaputt gehen hier, ja? Den Luftballon brauchen wir noch. Komm, Luftballon. Hier, rückwärtsgang. Und vorwärtsgang. Okay, Luftballon. Genau, den brauchen wir wieder. Und gib mal hier ein bisschen Gas. Komm, gib Gas. Muss ich so eine Kombi aus Luftballon und Mattreifen machen hier, dass ich hier weiterkomme? Oder hänge ich jetzt einfach nur fest? Hopp, rauf hier. Komm, lass mich da raus. Ja, lass mich doch da raus. Komm schon jetzt, aber ich habe gleich keinen Luftballon mehr. Nein, wohin fliegst du denn? Ist jetzt total verrückt? Was will ich denn da? Oh. Bau. Komm jetzt aber hoch, das war ja voll der Trick hier, ich sag's euch, ey. Und jetzt noch so ein 360 und alles ist gut. Und groß machen, dass wir auf die Lücken kommen. Ha! Ich hab's doch geschafft, das Level. Ich seh's doch. Und mit dem Rückwärtsgang ins Ziel, mit dem Vorwärts-Wheelie machen wir das Ganze. Komm, Vorwärts-Wheelie ins Ziel, komm und weiter. Yep, einwandfrei. Okay, ich muss sagen, ist ein sehr lustiges Spiel. Macht eigentlich richtig Spaß, hätte ich nicht gedacht. Wird auch wahnsinnig schnell sehr anspruchsvoll und ich kann es empfehlen. Also dafür, dass es wieder, ich glaube, 1,99 kostet, ein sehr witziges Spiel. Ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen. Hoffe, euch gefallen meine PS3-Mini-Gameplays.
Und dann bis zum nächsten Part. Vielen Dank, sag ich, Ralfinger LP. Und jetzt geht mal raus an die frische Luft und kommt wieder rein, okay? Dankeschön, ciao.